The Machine Girl ist ein Wegweiser des japanischen Fun-Splatter-Genres, der in den letzten 4 Jahren, man könnte sagen, dieses Subgenre auf jeden Fall revolutioniert hat und ein wichtiges Bestandteil selbst noch der heutigen Genrevertreter ist. Allerdings merkt man, wenn man sich den Film heute anschaut, auch, wie sehr sich das Genre in den letzten Jahren weiterentwickelt hat, wie viele wahnwitzige Ideen es in heutigen Filmen gibt und wie, ich will nicht sagen zögerlich oder zahm, aber auf jeden Fall noch wie zurückhaltender man es damals probiert hat, denn The Machine Girl bietet ehrlich gesagt ungefähr einen Bruchteil der Abgefahrenheit und extrem übertriebenen Effekte, die ein moderner Streifen à la Hell Driver bieten kann. Trotzdem ist der Film meiner Meinung nach sehenswert, es ist ein ganz normaler 0815 Rache-Thriller, nur halt mit der Ausnahme, dass die Hauptdarstellerin einen abmontierten MG-Arm mit sich herumtragt, später dann noch eine Kettensäge. Aber es ist kein Film, der einem jetzt wirklich kontinuierlich den Atem so rauben kann, wie es die modernen Genrevertreter können. Dazu passiert vor allem auf dem Bereich des roten Lebenssaftverteilens noch nicht so viel. Dennoch, wer sich für die Anfänge des Genres interessiert, wer die modernen Filme mag, sollte Machine Girl auf jeden Fall eine Chance geben, um herauszufinden, wie es eigentlich zu eben diesen modernen Filmen gekommen ist, aber man sollte sich nicht erwarten, dass der Film genauso intensiv auftritt.